Moin Moin und Hallo! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge There is no Game, und zwar Legend of the Sword. Wie auch immer, wir spielen auf jeden Fall Zelda und wir müssen ihm noch das Schwert geben. Ja, okay. Schwert haben wir ihm gegeben. Danke für dich. Merk ich los? It's the legendary sword of life. Wirklich? Es sieht aus, als stammen wir jetzt aus einer weit, weit entfernten Galaxie. Not that far away, believe me. Ich werde es versuchen. Es funktioniert. Lass uns diese dämonischen Büsche stürzen, die uns den Weg versperren. Oh, ich will alle Büsche kaputt machen. Oh nein. I don't believe it. Ja. He's doing it on purpose. There's no other explanation. Ich habe das tatsächlich absichtlich getan, um Zeit zu sparen. Nicht schlecht, was? Ja, nicht schlecht. Grüne Landschaft. Ja. Dann. Ah, ich würde so gern alle Büsche hier kaputt machen. Der Weg zum Dimensionstempel ist endlich frei. To cut down two bushes. Two bushes! Er ist einer der Wächter des berüchtigten Daglords. Niemand kommt hier vorbei, Winzling. Mein Meister muss die Prophezeiung erfüllen. How original. Alright, let's see what this this sword does. Schlägst du mich etwa? Scheinbar tut er das, aber This is the longest fight ever. They're not even doing any damage. Machen wir ihn kleiner? Oh, tut mir leid, ich bin eingenickt. Okay. This duel is endless. We've got to find a way to get rid of this enemy. Okay, hier können wir aber nichts irgendwie mit dem Seerosenblatt da machen. Können wir das vergrößern? Oder verkleinern? Aber vielleicht irgendwelche It's taking too long. Ich habe alle Zeit der Welt. Is there anything in the inventory that could help us? Hahaha, das kitzelt, Kleiner. Und verkleinern? Und dann stampfen? Nö. Ich hab auch sonst nichts. Ich hab nur den Hammer und das Monokel. Was soll ich denn machen? Moment. Kann ich den da verkleinern? Den Stein? Nein. Also ich kann ihn verkleinern. Und ich kann ihn vergrößern. Nicht mein Kratzer. Das bringt aber irgendwie nichts. Er fragte ja, ob wir irgendwas im Inventar haben. Oh. Was ist das denn? Okay. Ja. Das bringt aber gerade nichts, oder? Ha! Ich bin geneigt, auf die Hilfe zu drücken. Hinweis wählen. Berühren, um neuen Hinweis freizuschalten. Wenn der Feind viel größer als der Held ist, rückt er vor und greift an. Also genau umgekehrt. Er muss größer werden. Sieh dich doch nur an, du bist so klein wie ein Käfer. Oh!
Oh, er macht die Feder kaputt. Hey, he's not gonna stop breaking everything too, is he? What fell down? Okay. This is not time for tickling. Ah, wir können ihn nicht kitzeln. Können wir ihn kleiner machen? Und dann kitzeln? Ah nein, der kitzlige Wächter! What was that noise? I must have been dreaming. Okay, also wenn er den runterpusten soll, dann müssen wir ihn größer machen. Und dann kitzeln. Haha! Oh nein, die Feder ist weg! Und der Kopf ist auch weg. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den mal kleiner. Und ihn hier größer. Und den hier größer. Okay. Was? Ich steck fest. Ja, dann machen wir dich noch mal größer. Könnt ihr mir mal jemand helfen? Was für eine Zauberei soll das denn sein? Das Seerosenblatt wird sinken. Ich kann nicht schwimmen. Erst recht nicht mit einer 600 Pfund schweren Rüstung. Nein, ich wollte eigentlich die Seerose klein machen, aber... Hä, ich habe doch ihn gerade größer gemacht. Noch größer kann man... Oh! Ha! Das passiert denjenigen, die es wagen, es mit dem Helden mit dem leeren Gedärenschwert aufzunehmen. Well done, you hero. All that's left to do is to get across that lily pad. Ja. Okay, gut. Das war ein klein wenig Gerätsel. Okay, was ist denn hier los? Das ist der Eingang zum Dimensionstempel. It's about time. Hier wird die Prinzessin gefangen gehalten. Doch der Durchgang wird sich nicht öffnen, solange wir nicht die 12 heiligen Federn gefunden haben. Und die 50 Fragmente der... Forget about that lame stuff. Look, there's a bomb over there. We're going to clear the way gracefully. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Trust me. Okay. Das ist ein wenig. Yeah, your health has decreased. We will have to be careful. Moment, machen wir die mal kleiner, dann kann er da durchlaufen? Können wir die Bombe auch kleiner machen? Mist! Der Stein hat kaum einen Kratzer. The explosion was clearly not strong enough. We are gonna have to go all out. Okay. Let's do it again. Den klein, Bombe klein, den klein. Vielleicht Bombe noch ein zweites Mal kleiner machen. Boah, ich hasse Timing-Rätsel. There you go. Michael Bay had better watch out. Ja, genau. Ja, dann mal rein, mein Kleiner. Wupp. Dimensionstempel. Prinzessin? Prinzessin? No princess in sight. No dimensional vortex either. We're gonna have to work our way through this temple. Na toll. Ich würde ja gern, aber die Tür ist verriegelt. I'm guessing these switches aren't there just for decoration. Schalter? Oh ja, dieser Schalter muss wohl die Tür öffnen. Es passiert nichts. Komisch. Hero? Wir müssen vielleicht eine Weile warten, bis es losgeht. I'm not sure it's a good idea to stay here. How about we leave this dungeon slowly? Very slowly. Komm schon, Gaia, wir müssen eine noble Quest abschließen. Ich bin sicher, dass sie irgendwann aufgeht. Wir können ja alles Mögliche hier machen. Können wir nicht auch die andere da... Nein, den können wir nicht. Stupid user, you're making things worse. Nein. Ich habe ein Geräusch gehört. Das muss die Tür sein. Genau, die Tür. Nicht die Schlangen hinter dir, die dich fressen wollen. Na gut. Look at all those snakes. It's not funny. Especially not for him. Er sagt aber auch nichts mehr. Ah. Stop! There are even more reptiles than in the Lost Ark. Irgendwann fällt doch wohl eine Schlange auf den Schalter da.
Es ist so still. Ja, jetzt ist bald kein Platz mehr frei. Jetzt muss da mal eine Schlange drauf fallen. You decided to sabotage the adventure, didn't you? Diese Tür wird sich jeden Moment öffnen. Ich weiß es einfach. Ja, dann machen wir die Schlange größer und lassen sie einmal springen. Hüpp! Has it stopped raining snakes? Ja. Good thing. Honestly, I liked it better when it was raining croissant. Okay, aber irgendwie ist die Tür nicht aufgegangen. Ah, Moment. Ich muss sie größer machen und ihn kleiner. Dann kann er nicht mehr die Schalter betätigen. Haha. So. So funktioniert das. Und alle weg. Ich habe die Tür geöffnet. Es hat nur ein wenig Geduld erfordert. Did you notice anything in the room? Ja, da war noch ein Schalter. Wahrscheinlich eine Falle. Genau, das war die Falle. Wir kommen der Prinzessin näher. Ich rieche ein betörendes Parfüm. I think it's probably coming from the sewer. Der Raum ist dunkel. Ich habe Angst im Dunkeln. Oh, come on. A big guy like you. Besides, it's not completely dark. You can see a little bit. Mm-hmm. There's a locked bus door, a switch, a pause button. Uh-oh, no, that one's mine. Oh. All right, hold still. I will light the way for you. User, can you light the way for him? Wir haben doch die Dings hier. Die Sonne. Die müssen wir doch nur vergrößern. We will need to find a light source. Hallo? Whose idea was it to put a fire pit on a lily pad? Probably a level design hero. Ah! So! Komm, leucht dahin! Zu spät! Maybe there's a way to light this fire pit. Ja, jetzt komm schon! Moment! Na? Oh nein, es hat angefangen zu qualmen. Okay. Ja. You did it. You're a real robust Crusoe user. Yes. Unfortunately, the room doesn't look any brighter. So, jetzt müssen wir den nur noch wieder zu ihm schaffen, damit er rüberlaufen kann. Ah. Ups. Da. Danke, Gaia. You, what? Oh, very clever, user. Ich krieg kein Licht. Hilf mir, Gaia. Ich hab Angst. Ja, ist ja schon gut, mein Kleiner. Kannst du jetzt den Schalter da betätigen mit dem Mond drauf? Okay. Was war das? Something happened in the other room. Schnell, gehen wir nach. Komm, lauf rüber, Junge. Looks like a switch puzzle. Ja. You're so overrated. Ja. Fantastisch! Ich liebe Schalter! What enthusiasm! Okay. What is he doing? Weiß ich nicht. Oh, if it makes him happy. Hm. The switches look old. Ah, we just figured out how to activate those old switches. Hast du das gesehen, Gaia? Im Kreis gehen funktioniert! That's great, go on. Ah. Well, that wasn't the right combination. Okay. You will have to do better than that. Also hier oben ist eine Säule heil. Da unten sind zwei Säulen heil, da sind drei und da sind vier. He's giving me the runaround. Ah! Glowing runes. Looks like the puzzle's slowly. Okay, die Rune ist hier unten. Das heißt, der unten ist der letzte. Da ist so ein Auge.
gucken wir mal, wo das Auge ist. Da ist dieses E. Der erste ist also der hier. Das heißt, lassen wir mal zum ersten gehen und hüpp, zack. So, das ist der erste. Mal sehen. Hammer, was ist das hier? Der dritte ist das Auge. Das heißt, der ist der zweite, dritte, vierte. Also zweite, dritte und der unterste ist dann der vierte. Hup. Yes! Ein Schlüssel! Dank meiner Spezialtechnik des rotierenden Beharren. Oh yeah, I'm sure. Why don't you try using your special object picking technique now? Ja. Es ist ein großer glänzender Schlüssel. It must be the dungeon boss's key. Sorry, Hero. We're gonna have to go through that dark smelly room again. Oh nein, nicht der dunkle Raum. Oh, dieser Schlüssel gibt ein schützendes Licht ab. Das ist ein Glück. Indeed, it's very convenient for us. Ja, muss ich den Kram nicht nochmal machen. Apropos Kram nochmal machen. Die Folge ist schon zu Ende und hatte sogar ein paar Minuten Überlänge. Wer hätte es gedacht? Unser Held geht jetzt in den nächsten Raum und... Wer wagt es, meinen schönen Teppich zu schänden? Jemand, der gekommen ist, um die Prinzessin zu retten, böser Dark Lord. Is he the final boss of the game? I was expecting something more impressive. Ich höre eine Stimme. Wer ist dieser Geist, der dich führt? Das ist Gaia, abscheulicher Dark Lord. Gaia? Nein, das ist unmöglich. Gaia ist... Russisch? Come on now, Hero, crush him. Dark Lord. What? What is he doing? Fight, Hero! Gut. Wie wir den Boss besiegen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das heißt... Hör auf davon zu rennen, du Feigling! Though I do agree with him on this one. Falls euch das Video you're gefallen fast hat... When you're motivated. Ja. Daumen nach oben. Come in handy with the bomb earlier. Ja. Falls ihr was zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr immer wissen wollt, wann Videos kommen. Now, how much longer is he going to run around in circles? 15:30 Uhr. He's never gonna finish the game at this rate. Nein, das wird er nicht. 15:30 Uhr kommen die Videos, dann abonniert mich. Find a way to stop this projectile. Und wenn ihr mich abonniert habt, dann drückt die Glocke. Sagt er noch was oder kann ich jetzt Tschüss sagen? Ich sage Tschüss. Tschüss.